Ja, ihr Lieben, wunderbar. Es kommen schon ein paar Leute rein. Ich warte noch ein, zwei Schlückchen Tee, bevor ich anfange mit dem Singen für den Wolfgang. Wunderbar, das klappt ganz gut. Ich gehe jetzt hier einfach direkt live mit meinem Profil anstatt in der Veranstaltung und hoffe einfach, dass diejenigen, die jetzt irgendwie gerade online sind oder es mitbekommen, wunderbar, funktioniert. Okay. Rauscht es nicht. Wow, ja, danke Martina für deinen ganzen Support all die Jahre. Danke für unser lebendiges Netzwerk. Ich lege gleich los. Ein, zwei Minuten noch. Oder eine Minute noch, ein paar Leute noch reinkommen lassen. Wunderbar, ich sehe schon wieder so viele bekannte Namen, so viele bekannte Menschen. Ich werde noch ein bisschen räuchern für mich und dann erzähle ich euch, was ich erlebt habe. Ich mag den Computer hier noch ausmachen, weil den brauche ich jetzt nicht. Ich mag das Rauschen nicht hören von dem Rechner. Wunderbar, wunderbar. Ein bisschen räuchern. Wir haben auch für den Wolfgang geräuchert, als er gegangen ist. In diesem Sinne öffnen wir das Ritual. Ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Durch die Gnade Gottes sind wir noch hier. Wir sind alle noch hier. Noch. Und wir werden immer hier sein. Und das habe ich auch gespürt. Ihr lieben Freunde von Wolfgang Friedrich, ihr lieben Freunde des gemeinsamen Singens, gemeinsames Hoffen, gemeinsames Lieben, gemeinsames Leben. Ihr wisst ja, dass der Wolfgang Friedrich schon jetzt ein ganzes Jahr ungefähr, ein Dreivierteljahr, sehr stark zu kämpfen hatte mit dem Krebs und sehr positiv immer wieder war und sehr aktiv war auf seinem Heilungsweg und auch einige Kurven durchgemacht hatte. Also ich muss an dieser Stelle auch nochmal sagen, wer so viel Eier in der Hose hat, so mutig ist, mit so einem fortgeschrittenen Krebs und so einem Tumorfraß die Nacht der spirituellen Lieder mitzugestalten in der St. Michaelskirche, da hat er wirklich für mich meinen größten Respekt bekommen. Also, so wie er ausgeschaut hat und wie schwach er war, diese letzte Liedernacht noch in St. Michael mitzugestalten, es gibt auch noch ein paar Aufnahmen von, war einfach unglaublich. Ja. Also, an dieser Stelle auch nochmal, wow, wie wenig er da, er hätte auch sagen können, ich bin nicht mehr der Alte oder ich bin schwach. Nee, er hat sich wirklich gezeigt, er war wirklich aktiv da noch bei der Liedernacht. Wir haben das alles mitbekommen und mitverfolgt und ich erzähle euch kurz einfach die Geschichte, bevor ich ins Musikmachen gehe, wie jetzt die letzten Minuten oder letzten Begegnungen waren. Er hat mich vor 10 Tagen angerufen. Ich saß in der Toskana am Fluss, an einem kleinen Bach mit wenig Empfang und er hat gesagt, Philipp, die Palliativmedizinerin hat mir gesagt, es ist Zeit, sich zu verabschieden. Ich möchte mich gern von dir persönlich verabschieden, solange ich noch reden kann. Und dann haben wir ein wunderschönes Gespräch gehabt und uns nochmal bedankt für die Begegnungen, für die gemeinsame Zeit, für die schwierigen Momente und auch vor allem für die schönen Momente, für das, was wir voneinander gelernt haben, was ich von ihm gelernt habe und auch die Erinnerungen an die Toskana. Jetzt hoffe ich, dass das nicht die ganze Zeit passiert. Es hat gerade gestoppt. Ich habe hier eigentlich mein WLAN-Netzwerk zu Hause. Alles gut. So. Und dann hat er gesagt, es ist Zeit, sich zu verabschieden. Ich habe wahnsinnig geweint dann noch am Telefon und auch noch, als er dann aufgelegt hat. Und bin aber dann, als ich in München war, nochmal in Kontakt getreten, bin zu ihm gefahren. Die Sabine, seine Freundin, hat gesagt, ich bin willkommen. Und war dann in der Wohnung und er lag da schon mit offenen Augen und hat dann schwer geatmet noch. Und dann habe ich gesagt, hallo Wolfgang.
ich bin da, ich möchte mich noch von dir verabschieden, persönlich mit Musik. Und dann hat er wie kurz reagiert, so eine Sekunde, sich so ein bisschen rübergedreht und ja, also die Augen hat er gar nicht mehr auf und zu gemacht und so. Und dann habe ich ihm angefangen, und diese Lieder möchte ich jetzt auch mit euch teilen und für ihn singen. Wir haben gestern noch, der Markus und ich, der Yogi und ich, haben gestern noch eine tolle Liste erstellt von Liedern auch für eine Trauerfeier. Und aber das war sehr, sehr bewegend, dort zu sein, zu spielen mit seinem Sohn und seiner Freundin. Und als ich dann dieses, sein Lied, angefangen habe zu spielen, hat er ja aufgehört zu atmen. Schläft ein Lied in allen Dingen, Bieder träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Schläft ein Lied in allen Dingen, Lieder träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort.
Die Art und Weise, wie der Wolfgang Lieder komponiert hat, war uns immer schon klar und es wird uns jetzt noch mehr klar, je mehr wir diese Lieder spielen werden in nächster Zeit. Sie sind genial. Die Art und Weise, wie die Musik, die Akkorde den Text transportieren. Ja, und die Welt hebt an zu singen, triffst du diese Steigerung nach oben hin. Ja, und mit diesem Lied ist er gegangen. Ich weiß, es war in all dem Schmerz, in all der Trauer, dann so lustig, Silke hat dann gesagt, ich hoffe, du hast es im Dreivierteltakt gespielt. Da war ich so, Gott, habe ich es im Dreivierteltakt gespielt? Hoffentlich ist jetzt dein Spirit nicht am Abfliegen und sagen, oh Mann, Philipp, das ist doch ein Dreiviertel. Nein, ich habe es im Dreiviertel gespielt. Der Wolfgang Friedrich war einer der bedeutendsten Lehrer für mich, wenn nicht überhaupt mein einziger wirklicher großer Lehrer. Wir haben damals, als ich mich entschieden habe, in München zu bleiben, um zu lernen, um zu wachsen, habe ich ja nach Singen geguckt. Rainbow war nicht mehr und dann habe ich den Wolfgang gefunden. Damals Schondorf oder wie es heißt am Ammersee, ja, und da hat er einen Singen gehabt und stand da mit seinem VW-Bus. Ich habe mir gedacht, hey, cool, VW-Bus. Und dann haben wir da gesungen und dann, ja, dann bin ich sein Schüler geworden. Und ja, mit all den Konflikten, die zwischen Lehrer und Schüler stattfinden müssen. Viele von euch wissen das, wie sehr wir aneinander geraten sind auch. Wie sehr du und lieber Wolfgang und ich, wie sehr wir uns gezofft haben. Und es war eine Vater-Sohn-Geschichte, die wir ausgefochten haben. Und ich habe wahnsinnig viel dabei gelernt. Und wir haben toll wieder zusammengefunden. Ja. Was bleibt, ist deine ganze wundervolle Absicht, mit uns zu singen, die singenden Menschen, ja, zu fördern, mich zu fördern, uns zu fördern. Ich habe meinen Beruf daraus gemacht, ich ernähre meine Familie damit, ich bilde mittlerweile aus, ich gebe dein Wissen weiter von deinen vielen, vielen schönen Chants. Und ja, ich habe dann. Das zweite Lied, was ich gespielt habe, als der Wolfgang dann in diesem Prozess war, war dieses Sufi-Lied. Und es war so berührend, weil, danke lieber Janis fürs Mitsingen, wir haben es dann zusammen gesungen, Janis und ich. Passt so genial zum Wolfgang. Come, come, whoever you are, wanderer, worshipper, lover of living, and come, come, whoever you are, this isn't a caravan of despair. Come, come. Lover of leaving and come, whoever you are. This isn't a caravan of despair. It doesn't matter if you've broken your vows a thousand times before, yet again come and again come. And yet again, come, come, whoever you are, wanderer, worshipper, lover of leaving, and come, come, whoever you are, this isn't a caravan of despair, and it doesn't matter if you've broken your vows. Thousand times before, yet again come, and again come.
come, come again, 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 come, come whoever you are, wanderer, worshipper, lover of leaving and come, come whoever you are, this isn't a caravan of despair, and it doesn't matter if you've broken your vows a thousand times before, yet again come, and again come, and yet again come. It doesn't matter if you've broken your vows a thousand times before, yet again come, and again come, and yet again come, come again, come, come again, come, come again. Come again, come. Caravan of despair, it doesn't matter if you've broken your vows a thousand times before, yet again come, and again come, and yet again come. Mit dieser Einladung der Sufis ist der Wolfgang gegangen, ist er gekommen hinüber ins Licht, und ich habe 4 Lieder gespielt in der Zeit, bevor wir dann noch Musik gemacht haben von einem wunderschönen Klavierkonzert, und dieser ganzen Verwandlung merke ich, dass ich so dankbar bin für ihn als Sparringpartner. Dieses Gegenüber, was ich nicht in meinem Vater hatte, niemals so gefunden hatte, diese Reibungspunkte. Ich weiß noch ganz genau, wo ich irgendwann zu ihm gesagt habe, in unseren Vorbereitungen oder Nachbereitungen für die Liedernächte, irgendwas war nicht stimmig, irgendwie etwas entschieden, ohne es mit mir zu besprechen. Und ich habe ihn wirklich hart beiseite genommen und gesagt, lieber Wolfgang, wir machen das zusammen. Wir sind ein Team, wir sind Partner. Ja, ich habe meine Zähne gezeigt, ich bin an den Punkt gekommen. Von dem Moment an, wo ich mehr in der Kraft war, hat der Wolfgang so unglaublich loslassen können, immer wieder auch gemerkt, so, wow, ich übernehme die Führung, er muss das nicht alles selber machen. Ja? Und wir lieben ihn für alle seine Ecken und Kanten. Und das ist, die Essenz ist, für was dieser Mann gelebt hat. Ja? Ob die Gitarre mal schrammlig war, wurscht. Der Rhythmus mal nicht gestimmt hat. Er war ein Vollblutmusiker und am Klavier sowieso wunderbar.
Und er hat dafür sein ganzes Leben gegeben und eine unglaubliche Aura hinterlassen für mich, für mein Leben. Und für uns alle, die wir ihn kennenlernen durften. Und es ist mein Appell, mögen wir diesen Geist von Wolfgang, diese Absicht für uns finden, ja, etwas zu hinterlassen. Ist egal, wo wir anecken in unseren Beziehungen, wo wir anecken mit anderen. Die Idee ist, im Großen und Ganzen zu dienen und dieser Schönheit, gerade jetzt in dieser wichtigen Zeit. Hier kommt das wichtige Mantra noch für den Übergang. Ich spiele jetzt die vier Lieder in der Reihenfolge, wie ich sie gespielt habe, als ich bei ihm war. Ihr kennt es alle, das Oma Satoma Satgamaya. Ich lade euch ein, geht nochmal in Resonanz mit seinem Energiefeld. Und das ist jetzt nur noch ein paar Tage her. Als wir dann am Bettende standen, habe ich den Wolfgang gespürt, wie er hinter uns stand und wie er voller Freude war, als er da im Bett lag. Mit der Feder auf dem Bauch, wir haben ihn dann noch ein bisschen geschmückt und ein bisschen geehrt und geräuchert nochmal. Und er ist so der Indianer, so ein Indianerhäuptling. Und er stand dann hinter mir, hinter uns energetisch im Raum, bevor er so gefühlt mit der offenen Tür dann hinaus ist in diesen warmen Nachmittag, in den Wind, in den Bäumen. Und so möchte ich euch einladen, nochmal schöne Erinnerungen von ihm zu holen. Und nutzt die Gelegenheit, euch auch daran zu erinnern, auch wir werden diesen Körper verlassen und die Seiten wechseln und die Reise antreten. Auf uns alle wartet es, was uns in diesem Leben die Lebensenergie gibt, die Freude gibt auch. Auf uns wartet die Musik und die Singekreise, so wie der Wolfgang jetzt schon längst wieder am Singen ist und Schwingen ist. Das Mantra der Transformation, Licht, Wahrheit, Unsterblichkeit. Om Asat, Om Asat Gamaya. Tamasoma Jyotirgamaya Mrityomaham Ritam Gamaya Om Asat Om Asat Gamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityomaham Ritam So.
Tamo soma joti gamaya Ni jarma ritam gamaya Om asatoma sat gamaya Tamo soma joti gamaya Ni jarma Gute Reise, mein Lieber! Leute, hast du in deine Kraft, in ihre Kraft geführt, hast sie aus der Angst rausbegleitet, durch dein Singen, durch dein furchtloses Wirken, einfach zu machen, entgegen allen Wertungen, irgendetwas zu sein, was irgendetwas entsprechen soll. So viele Menschen begleitet, in deinem Singen, in deinen Themenabenden, in deinen Fortbildungen, in den Jahreskreisfesten, in den vielen Liedernächten, in deinen Vorträgen, in deinen Artikeln, im Ärzteblatt, in deiner Mission. Es ist jedes Mal ein bisschen wie ein letzter Atemzug, wenn die Saiten schwingen nach dem letzten Akkord und die Energie, die nicht verloren geht in diesem Universum, trotzdem leise wird, weniger wird, unhörbar wird, wie dieser Hauch von Leben, der wegzieht. Und es gibt ein Lied für den Bardo, für den Zwischenzustand von Adrian Friedman. Ich habe tatsächlich neulich dieses Lied dann zwei Tage später zufällig in dem Livestream von Adrian Friedman gehört. Mit einem wunderschönen Text. Alles, was ich jetzt machen muss, ist über das Meer zu gleiten. Alles, was ich machen muss, ist über den großen See, den Ozean zu gleiten. Blumenblätter fallen auf den Boden, während sich die Blumen in Richtung Himmel öffnen. Tränen fallen auf den Boden, während sich das Herz öffnet, während ich sterbe. Ich komme nach Hause, ich komme nach Hause. Und da fliegt ein wunderschöner Vogel. Ein Vogel von Freiheit, ein Vogel aus Licht. Auf den Schwingen ewiger Liebe.
eins ist gewiss, im Himmel sind die Instrumente immer gestimmt. All I have to do is glide over the ocean. All I have to do is glide over the sea. All I have to do is glide over the ocean. All I have to do is glide over the sea. Petals falling to the earth, flowers opening to the sky, tears falling to the earth, hearts opening as I die. I'm coming home, I'm coming home. Hey-ya, hey-ya. I'm coming home, I'm coming home. And there's a beautiful bird flying in the sky. Spirit of freedom, spirit of light. There's a beautiful bird flying in the sky on wings of eternal love. There's a beautiful bird flying in the sky. Spirit of freedom, spirit of light. There's a beautiful bird flying in the sky on wings of eternal love. To do is glide over the ocean. All I have to do is glide over the sea. All I have to do is glide over the ocean. All I have to do is glide over the sea. Petals falling to the earth, flowers opening to the sky, tears falling to the earth, hearts opening as I die. I'm coming home, I'm coming home. Hey-ya, hey-ya. I'm coming home, I'm coming home. And there's a beautiful bird flying in the sky. Spirit of freedom, spirit of light. There's a beautiful bird flying in the sky on wings of eternal love. There's a beautiful bird flying in the sky. Spirit of freedom, spirit of light. There's a beautiful bird flying in the sky on wings of eternal love. 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 Ja, das waren die vier Lieder, die ich spielen durfte. Und es war ein himmlisches Timing, lieber Wolfgang.
war ein unglaubliches Timing. Es war wie, als ob du gewartet hättest, dass ich nochmal auch so nah sein darf dir und dass du mit der Musik, die du so geliebt hast, rüberwechselst. Und ich weiß, dass du jetzt dort in dem Singkreis bist. Und ich möchte dir nochmal von ganzem Herzen an dieser Stelle danken für die Wandlung, die ich mit dir, die wir beiden erfahren durften. Ja? Von unseren Auseinandersetzungen und unseren Konflikten und Autoritätsthemen und meinem Wachstum und deinem Wachstum bis hin zum vollen Verständnis, was da passiert ist. Und dann auch noch mit deinem Sohn anwesend sein zu dürfen, während du diese irdische Ebene zumindest jetzt für eine Zeit verlässt. Wow. Also das war was ganz Besonderes, ja. Und ja, es gibt so ein paar Lieder, die einfach mich sehr stark mit dir in Verbindung bringen. Und aber an der einen Stelle möchte ich jetzt kurz noch einfach ein, zwei Lieder spielen. Wolfgang-Lieder spielen, vielleicht noch ein Lied von mir, was ich oft gespielt habe für dich. Oder was ich gern gespielt habe oder was du geliebt hast von mir. Ah, ich weiß, dass wir bei den Liedernächten zusammen gespielt haben. Aber jetzt erst noch mal ein Lied aus deiner Komposition. Ein wunderschönes Heilungslied. Wir brauchen jetzt Lichtdienst, Lichtdienst. Ich habe kurzzeitig ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich nicht in Berlin bin, dass ich nicht in Berlin war, dass ich nicht hier in München weitergemacht habe. Lichtdienst, lasst uns alle diese Lieder und dieses Licht jetzt verstärkt zur Verfügung stellen für diesen Wandel. Und hier kommt ein Heilungslied. Schönen Kompositionen achten von ihm. Diese Modulation in andere Tonarten. Das ist aber so genial.
ganz sein und heil sein, Liebe und Licht. Ganz sein und heil sein, Liebe und Licht für uns. Ich bitte um Heilung, Heilung für dich. Ich bitte um Heilung, Heilung für dich. Ganz sein und heil sein, Liebe und Licht. Ganz sein und heil sein, Liebe und Licht. Um Heilung, Heilung für mich. Ich bitte um Heilung, Heilung für dich. Ganz sein und heil sein, Liebe und Licht. Ganz sein und heil sein, Liebe und Licht für. Ich habe das gestern ganz stark gespürt, als ich beim Yogi war und wir Musik gemacht haben und uns auch verbunden haben mit dem Wolfgang, dass es mir wirklich ein großes Anliegen ist, sein musikalisches Erbe weiterzutragen und auch seine Lieder aufzuzeichnen, seine Lieder zur Verfügung zu stellen. Was es auch immer sein wird, was da noch eine Unterstützung ist. Ich habe gesehen, die Fortbildungen gehen weiter. Also es wird sicherlich auch Silke und Sabine und Heike Brandstätter und alle, die mit ihm verbunden waren, machen. Ja, wir werden auf jeden Fall noch lange, lange, lange mit diesem Spirit, mit diesem Geist und mit diesem wundervollen Wesen in Kontakt sein. Ja, jetzt möchte ich ein Lied spielen noch, was ich von Wolfgang auch gelernt habe. Ich meine, unzählige Lieder habe ich von Wolfgang gelernt. Aber ein Kraftlied, auch bevor es zu spät wird und vielleicht die Nachbarn bumpern. Er war und ist für mich immer sehr indianisch gewesen, unser Wolfgang, mit seiner Kraft und seiner Intensität konnte er sich unglaublich hineinversetzen in einen Chant und in eine Bedeutung, und das ist das, was ein Chanter, ein Singleiter ausmacht. Nicht seine musikalischen Fähigkeiten, seine gesanglichen Künste, sondern die Art und Weise, wie sich ein Mensch mit einem Lied verbinden kann, um die Kreis, um die Geister, um die Kräfte zu rufen, die in diesem Lied gerufen werden. Und das Yahweh-Ho, das Ahnenlied, war eins der Lieder. Und auch mir haben alle diese Lieder unheimlich viel Kraft gegeben, immer wieder in der Arbeit mit meinen eigenen Ahnen. Yahweh-Ho, Yo-Ho, Yo-Ho. Ga-Yo-Wa-Na-Ho, O-Hey-Ya, Ga-Yo-Wa-Na-Ho. Für die Ureltern, Vater Himmel, Mutter Erde und natürlich unsere leiblichen Eltern und Ahnen.
uns nur für die anderen bestimmen. Hinter sich. Fängt an mit seinen Eltern, und wenn die gut stehen, glücklich zusammen ausschauen, würde ich auch gerne weitermachen. Und so langsam die Reihen füllen, um diese ganzen Ahnenkraft zu spüren, die wir in diesen Tagen brauchen. Dass es anders wird, dass es unsere Ahnen alles schon erlebt haben. Ja, weho, jo. Yeah, you wanna ho, 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 ho.
Ein kosmisches Gesetz ist, dass sich manche Dinge wiederholen, manche Muster. So lasst uns lernen, in Dankbarkeit auf all die Liebe zu blicken, die durch unsere Ahnenreihen fließt, die uns durch uns selbst fließt. All die Möglichkeiten, die wir in dieser kurzen Zeitspanne haben, uns zum Licht hinzuentwickeln, zur Wahrheit hinzuentwickeln, hin zu unserer Mitte, hin zu unserer Selbstliebe. Aho. Es war ein wunderbares Ritual, was wir ihm bereitet haben. Hätte schöner nicht sein können. Ich muss auch wirklich sagen, es ist eine tolle Frau. Vielen Dank, Sabine, für all deine Begleitung von deinem Liebsten. Danke auch an alle anderen Frauen, die den Wolfgang in seinem Leben begleitet, getragen, ertragen, geliebt, von ihm geliebt worden sind. Seine Familie, seine Kinder, so tolle Sachen machen, die auch auf so einem tollen spirituellen Weg sind. Und ja, lass uns noch ein Wolfgang-Lied spielen. Ein wunderschönes Lied, eine schöne. Eine wunderschöne Vertonung. So viel Schönheit dort. Alles gleichzeitig. Diese Ecken und diese Kanten und gleichzeitig so viel Schönheit. Eine kleine Weile noch.
Augenblick des Ruhens auf dem Wind. Und eine andere Frau wird mich gewähren. Eine kleine Weile, ein Augenblick des Ruhens auf dem Weg. Und eine andere Frau wird mich gebären. Eine kleine Weile, ein Augenblick des Ruhens auf dem Weg. Eine kleine Weile noch, ein Augenblick des Ruhens auf dem Weg. Und eine andere Frau wird mich gebären. Eine kleine Weile noch, ein Augenblick des Ruhens auf dem Weg. Deine andere Frau wird mich gebären. Eine kleine Weile noch, ein Augenblick des Ruhens auf dem Weg. Und eine andere Frau wird mich gebären. Eine Weile noch, ein Augenblick des Ruhens auf dem Weg. Und eine andere Frau wird mich gebären. Ich möchte noch ein Lied spielen und was der Wolfgang so von mir geliebt hat, wo ich auch gemerkt habe, wie gut es mir tut, diese Bestätigung zu bekommen. Auch wirklich vom Wolfgang diese Bestätigung zu bekommen und dieses Feedback zu bekommen. Und die letzten Male, wo wir zusammen gespielt haben, es waren viel zu wenige Male und es war so, so schön im Klangheilzentrum, wo er dann auch so offen mit der Gruppe geteilt hat, wie wir wieder zusammen, wie wir geheilt sind, wie unsere Beziehung wieder zueinander gefunden hat. Und wie uns da unterstützt hat musikalisch, seine Wertschätzung, die er ausgedrückt hat für mein Wirken. Und das hat so gut getan. Und da gab es eben ein Lied, das ich vertont habe. Und das ist der Text von Rabindranath Tagore. Und da habe ich 3 Strophen dazu gemacht und der Wolfgang hat auch 3 Strophen gemacht, aber ich kann diese 3 Strophen noch nicht. Und ja, ich möchte da einfach Platz lassen. Ich möchte einfach Platz lassen an dieser Stelle dann für den Wolfgang, dass er einfach sein Spirit da, dass er seine Texte singt. Oder vielleicht sind einige, die jetzt gerade zuschauen, die diese Textteile von Wolfgang kennen und vielleicht auch ein Lied. Ich schreibe es jetzt auf für meinen. Ich möchte es irgendwie auch nochmal aufnehmen, die Lieder als Nachruf-CD oder als Audiodatei oder wie auch immer. Oder wir werden auch viel singen, das hat er sich gewünscht bei seiner Trauerfeier. Aber da bin ich nicht der Einzige, da werden ganz viele Leute Beiträge machen. Boah, es fühlt sich an, als ob das 2-3 Tage dauern wird. Und dann ist es so. Gott achtet dich, wenn du arbeitest. Aber er liebt dich, wenn du singst. Das ist eine der wenigen Aber, die wirklich Sinn machen an dieser Stelle, einfach um das zu verstärken. Gott achtet dich, wenn du arbeitest, aber er liebt dich, wenn du singst. Ja.
dann kommen die verschiedenen Strophen von mir und ich mache immer eine Strophe Pause für eine Strophe von Wolfgang. Gott achte dich, wenn du arbeitest, aber er liebt dich, wenn du singst. Gott achte dich, wenn du arbeitest, aber er liebt dich, wenn du singst. So sing ein Lied von dir und deinem Leben. Sing ein Lied vom Nehmen und vom Geben. Sing ein Lied von dir und deinem Leben. Sing ein Lied vom Nehmen und vom Geben. Gott achte dich, wenn du arbeitest. Aber er liebt dich, wenn du singst. Gott achtet dich, wenn du arbeitest. Aber er liebt dich, wenn du singst. Sing ein Lied vom Schaffen und vom Tun. Ja, Wolfgang, das hast du getan. Sing ein Lied auch vom Schlafen und vom Ruhen, gute Ruhe dir. Sing ein Lied vom Schaffen und vom Tun, hast dir so verdient, dich auszuruhen. Sing ein Lied auch vom Schlafen und vom Ruhen, denn ich kann dich lächeln sehen. Gott achte dich, wenn du arbeitest. Er liebt dich, wenn du singst. Gott achte dich, wenn du arbeitest. Aber er liebt dich, wenn du singst. Oh, ich hab die Leerzeile vergessen. Jetzt für dich, Wolfgang. Er liebt dich, wenn du singst. Gott achte dich, wenn du arbeitest. Aber er liebt dich, wenn du singst. So sing ein Lied vom Leben und vom Sterben. Sing ein Lied vom Vergehen und vom Werden. Sing ein Lied vom Leben und vom Sterben. Sing ein Lied vom Vergehen und vom Werden. Gott achte dich, wenn Gott achte dich, wenn du arbeitest, aber er liebt dich, wenn du singst.
Danke, Wolfgang. Danke für die gemeinsame Zeit. Danke für das Lernen mit dir. Danke für die Reibung mit dir. Ich weiß, es geht dir jetzt richtig gut. Und wir werden noch lange an den schönen Erinnerungen, die wir gemeinsam und die du kreiert hast für so viele Menschen, wir werden noch lange davon zehren. Und das Singen wird weitergehen. Vielen, vielen Dank. Ich brauche jetzt eine Pause. Für mich war es jetzt ganz, ganz rund mit diesem letzten Lied. Ich werde es noch für alle, die das dann jetzt hier verpasst haben, runterspeichern und auf den YouTube-Kanal stellen. Und euch wissen lassen, oder das Klangheilzentrum lässt euch wissen, Heike und Silke und so, wie das wird mit einer Trauerfeier, mit einem Abschiedsfeier für alle, zum Live-Treffen und gemeinsam singen. Und genau. Vielleicht gibt es auch einfach ein schönes Singen einmal im Jahr, an seinem Todestag oder an seinem Geburtstag, wie auch immer. Ich werde nach und nach jetzt auch noch mal Bilder vielleicht hochstellen. Danke. Danke für die Tränen, die jetzt nochmal kamen. Danke für die vielen Tränen, die ich hatte beim Abschied. Ich habe schon lange nicht mehr so schön weinen können. Und danke euch da draußen allen für das Feld. Lasst uns dieses Feld weiterhin weben. Lasst uns die Kreiskultur beben. Lasst uns die Gesangskultur beben. Music is the key. Das war Wolfgangs Vision. In dem Video von Michael Stillwater sagt er es so schön. Das Glück in den Augen. Unser Verstand macht es uns manchmal wirklich schwierig, unsere alten Muster. Lasst uns viel singen, um ins Licht zu gehen, noch in diesem Leben. Aho, Amen. So ist es und so sei es. Rest in Peace, Wolfgang Friedrich. Genießt die Singkreise im Jenseits. Genießt die schönen Klänge. Namaste.